Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Lightyear Frontier, einem etwas anderen Bauernhof-Simulator. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall, die Welt ist am Arsch. Die Welt ist sowas von am Arsch. Und wir sind auf den Rand des Universums gezogen, um einen neuen Planeten zu besiedeln und uns hier, wie man hier schon so schön sieht, eine neue Farm aufzubauen. Wir werden Alien-Pflanzen anbauen, wir werden erkunden, wir werden, ich weiß gar nicht, ob es Rätsel gibt. Auf jeden Fall habe ich Spaß. Und das Ganze machen wir natürlich mit unserem Farmech, hier mit unserem Mech. Ich glaube, das wird gut. Ich habe auf jeden Fall Bock und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal gleich rein. Let's go. So, neues Spiel starten. Dein Weltname, der heißt natürlich niedlich, ne? Ganz klar. So. Wir haben einen niedlichen Planeten. Die Erde bietet kein schönes Zuhause mehr. Manche, so wie du, haben sich daher auf den Weg zur Lightyear Frontier gemacht. Du willst einen Neuanfang. Ein neues Zuhause. Ja, die Landung hat ja schon mal gut geklappt, ne? Würde ich mal sagen. So, steh auf. Steh auf. Oh, guck mal, ich habe sogar Beine. Erstmal sauber machen, sehr schön. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind hier auf unserem neuen, schönen Planeten und, finde deinen Mech. Okay, den haben wir irgendwie verloren, aber er wird uns ja zum Glück angezeigt. Ich würde jetzt natürlich mal gerne gucken, ob ich schon irgendwas einsammeln kann, aber es sieht nicht so aus. Gut, gut. So, dann gehen wir einmal zu unserem Mech und gucken mal, ob der noch heile ist. Oh. Okay, Tiere gibt es hier anscheinend auch. Oh, guck mal, wie nice. Eine Saturnerde sozusagen mit Ring. Ich weiß nicht, was das hier ist, ob das ein gutes Zeichen ist. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Aber ich liebe diese Grafik. Die ist so schön bunt und oh, ich mag das. Und endlich haben wir einen neuen Planeten. Wie gesagt, die Erde ist ja im Arsch und wir haben endlich einen neuen Planeten gefunden, den wir besiedeln können und ausbeuten können. Ja. Und dann in 100.000 Jahren suchen wir uns halt wieder einen neuen Planeten. Kein Problem. So, da vorne scheint unser Mech zu sein. Hallo? Die Spitzhacke kann Bäume, Steine und andere Materialien zerstören. Oh, Pflanzenfasern. Kann ich das? Ich weiß aber nicht, wie ich das aufnehmen kann. Okay, ich habe keine Ahnung. Finally, I'm getting through. That was quite the tumble you took there. Luckily, your biometrics tell me you're A-OK. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. Bringe den Mech-Arm an. Das sieht mir ja nach Arm aus, ja. Oh, Entschuldigung. Ach so, greifen, alles klar. Der kommt dann wahrscheinlich hier ran, ne? Jawohl. So, bringe den, ja, ach so, Mech-Motor. Das müsste wahrscheinlich ja das hier sein, ne? Und der kommt, ach so, warte, hier. Now flip that sucker sunny side up and hop in. We got a planet to explore. Ja, aber wer spricht denn da überhaupt? Ich habe keine Ahnung. So, hoch mit dir. Betreten. Ah, jawohl. Ich bin eine Maschine. Ich bin eine richtige Maschine. So. Finde deine Werkzeuge. Ach, warte. Ich glaube, ja, die Rauchsignale sind wahrscheinlich unsere Werkzeuge, ne? Warte mal, ich kann noch Kameraansicht ändern. Okay. Nice. Nice, nice. Excuse my manners. One kind of stops expecting guests after 200 years. Name's PIP3R. That's Piper, for sure. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Blinkender Punkt.
Ich sehe. Ach doch, da! Ah! Der ist da ganz oben? Na gut. Na gut, so. Wir holen mal unser erstes Werkzeug. Kann ich hier schon irgendwas unbekanntes Werkzeug erforderlich? Gummibäre. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Na, 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 na. Das sind die Gummibären. Entschuldigung. Übrigens, die Musik ist auch sehr nice in diesem Spiel. So, Erntesauger. Aufheben. Jawohl. Ich habe ein Werkzeug. So, der Erntesauger sammelt Wasser und Pflanzen und kann Unkraut vernichten. Oh, ich kann Wasser tatsächlich. Schlürf, schlürf. Kann ich hier auch die Gummibären? Oh ja, das tatsächlich. Ah, neues Rezept. Gutes Futter. Gutes Futter. Für uns müssen wir uns auch... Ist das hier auch so ein Survival-Game? Wo wir essen und trinken müssen? Ich sehe zumindest dafür keine Anzeige. Nun gut. So, kann ich hier noch irgendwas einsaugen? It never ceases to amaze. That magnificent mech. Those high-powered tools. And even that ship of yours. The Farm Mech Project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Hm, okay, verstehe. Guck mal, das sieht richtig geil aus mit dem Planeten, ne? Nice, so, das kann ich anscheinend nicht aufsaugen und hier brauche ich irgendwie eine Verbesserung für irgendein Werkzeug. Oh, was ist das? Kann ich das? Nee, das geht anscheinend nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Werkzeug. Und zwar, da sind noch zwei. Und da hinten ist noch eins. Guck mal, der sieht ja aber auch... Der Planet sieht aber auch richtig... Also sieht schön aus von hier, aber ich glaube, da leben möchte ich nicht. So, gucken wir eben. In 3D-Ansicht. Okay, er dreht sich immer weg. Ich kann mich gar nicht von vorne sehen, ne? Nee, schade. So, egal. Wir gehen einmal dorthin. Oh, ich mag diese Grafik wirklich. Endlich mal wieder was schön farbiges und buntes und nicht immer so eine tristen Spiele. So, dann gehen wir hier bergauf. Okay, da ist das nächste. Kann ich hier noch irgendwas einsaugen? Nee, okay, ich brauche noch irgendwie andere Werkzeuge. So, Sprösslingskanone. Okay. Die Sprösslingskanone pflanzt Bäume und große Pflanzen in die Erde. Keine Munition, natürlich nicht. It always puzzled me why Earth was so quick to give up on the Farm Mech Project, sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat. Desperate times, I suppose. Hm, glaube ich auch. Oh je, ich wollte gerade sagen, wie kann ich denn die Werkzeuge ändern? Halte Q, okay. Erntesauger, warte mal, kann ich hier... Blaue Farbblume. Blaue Farbe. Neues Rezept, blaue Farbe. Okay. Ja, sieht eigentlich auch schon interessant aus, aber ich halte mich jetzt erstmal hier an die Quest. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch das Bewässerungsschlauch und Stachelsäge. Alright. So, ich würde hier nochmal ein paar Gummibären einsammeln. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche, aber... Haben ist besser als brauchen, ne? Alright. Boah, der Mech ist ganz schön laut, finde ich, ne? Warte mal, kann ich hier... Ich muss mal eben ganz kurz... Warte. Ich würde doch noch mal eben ganz kurz ein bisschen... die Lautstärke reduzieren. Ich glaube, das ist so ist besser, ja. Der Mech war mir denn doch ein bisschen zu laut. Alright. So, da unten waren wir gerade. Dann gehen wir jetzt einmal da hinten. Oh, warte, das ist noch eine Blume? Entschuldigung! Entschuldigung! Ja, noch eine blaue... Ja, ist doch gut jetzt hier! Meine Güte! Alright. Gibt's eigentlich sowas wie eine Map? Oh, tatsächlich?
Wir sind, wo sind die Wiesen wahrscheinlich, ne, oder? Ja, die Wiesen. Ist denn schon wieder Oktoberfest? Uzapft ist, würde ich mal sagen. Okay. Okay, so groß scheint die Map nicht zu sein. Das heißt, warte mal, ich wollte nochmal. Okay. Mit Tab geht auch. Wirtschaft. Basiswert aktuell, hä? Können wir hier Handel betreiben? Ich weiß es nicht. So, finde dein Mech, finde Werkzeug, Wildkarte, Datenbank. Die Wiesen. Füttere Tiere, um Rohstoffe wieder zu. Ach, wir müssen Tiere. Wir müssen Tiere füttern. Okay. 7 Schätze. Und anscheinend noch 3 Rohstoffe, die wir erkunden können. Okay. Gut. Oh, es wird schon dunkel, ne? Verdammt. Ich glaube, ich habe ein bisschen getrödelt. Ich weiß nicht, ob man nachts schlafen muss oder so. Aber... wir schauen mal. So, ach, guck mal, hier ist ein Tier. Kann ich das auch einsaugen? Ne, füttern. Einfaches Futter. Ich komme später wieder auf dich zu. Ich habe nämlich noch gar keine Ahnung, wie ich überhaupt Futter machen kann. Was gucken wir uns denn nochmal an? So. Da hinten ist unser nächstes Werkzeug. Gummibären. Gummibären. Okay. So, was haben wir hier? Dieses Samengewehr. So, hatten wir das nicht schon? Samengewehr, Pflanzsamen. Achso, nee, warte mal. Das andere war Sprösslingskanone, genau. Ach, guck mal, damit können wir jetzt Samen, Gummibärensamen. Ups. Ja. Ach, hat er die jetzt wieder aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Well, vielleicht. Abandoning the Lightyear Frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth's population, at least for a while. So, ich muss in die Richtung. Entschuldigung. Mann, überall sind hier auch so komische Bäume. So, und warte. Erntesauger. Okay. Jetzt die Frage, warte mal, ich hatte doch eben hier Inventar, ne? Genau. Ist das begrenzt? Ach, guck mal hier, 0,360, ja, Kilo gehe ich mal von aus. Kilo oder Tonnen, keine Ahnung, was hier die Maßeinheit ist. Auf jeden Fall können wir 60 irgendwas tragen. Komme ich hier durchs Wasser? Nein! Entschuldigung! Nein! Oh, nichts passiert, ne? Oh, meine Güte! Okay, dann laufen wir halt außen rum. Natürlich. Komme ich hier überhaupt? Oh ja, da sieht's richtig aus. Und die Frage ist, was ist das noch? Wir haben ja jetzt nur noch ein Werkzeug, ne? Da ist die Frage, was ist das für ein Signal? So, ich... keine Ahnung, ob ich hier runter kann. Stelle die Kieferhöhlen wieder her. Mit dem Schleim, oder? Warte mal. Giftiger Schleim. Verbesserung erforderlich. Unbekanntes Werkzeug. Okay. Ich glaube, ich sollte da nicht reintreten. Was haben wir jetzt? Was war das jetzt? Bewässerungsschlauch. Ach, Mann, das sind 5 Werkzeuge. Okay. Ah, verstehe. Oh, das erinnert mich voll an The Gunk. Hat jemand von euch The Gunk gespielt oder vielleicht mal ein Let's Play gesehen? Da muss man so einen auch fiesen Schleim irgendwie allerdings aufsaugen. Taking a chance on this one-way trip only to get abandoned. But for generations they've managed to thrive here. Your neighbors are quite tenacious, huh? Oh, die doofen Nachbarn, die können nicht mal. Ich habe kein Wasser mehr. Warte mal, hier war doch gerade irgendwo Wasser. Wo waren das jetzt? Warte mal. Ich war doch eben gerade irgendwo hier Wasser. Ich hab's. Da oben, ne? Die
Frage, komme ich da nochmal hoch? Hier ist Wasser. Genau, warte. So. Jetzt brauchte ich diesen Sauger, ne? Erntesauger. Schlürf, schlürf, schlürf. Und so. So, wir haben ja mittlerweile noch mehr Missionen. Wir sollen Holz sammeln und Pflanzenfaser sammeln. Das sind schon wieder zu viele Missionen auf einmal. Ich weiß schon wieder gar nicht, was ich als erstes machen will. Ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, erstmal noch das letzte Werkzeug holen. So, die Frage von hier kommen wir wahrscheinlich nicht dran, ne? Hüpf, 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 hüpf. Die Wiesen. So, ich hätte gerne Mars. Oh, da sind Berge. Also es sieht schon... Es sieht schon im Prinzip... Oder was ist das? Füttern, einfaches Futter. Was, das ist doch kein Tier, oder ist das... Ist das das Zuhause von den Tieren? Ich weiß es nicht. So. Dann holen wir uns jetzt einmal unser letztes Werkzeug. Es ist auch schon Nacht. Das heißt, wir sollen uns jetzt mal, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ich weiß natürlich nicht, ob... So, Stachelsäge. Jawohl. Damit haben wir alle Werkzeuge. Stachelsäge. Ah, Stachelhieb. Stachelschlag. Okay, so, Holz und... Da haben wir ja gleich schon die nächste Mission. Fertig sozusagen. Sammelt er das nicht auf? Ich dachte, er sammelt das automatisch doch jetzt. So, gelber Baum. Okay, aber kriege ich auch nur Holz und Pflanzenfaser raus. You probably found that ship in a scrap heap somewhere and took off for greener pastures, right? No need to answer. It doesn't matter anymore. I'm just happy to finally have some company. So, und hier sollen wir jetzt Schlafplatz bauen und Pflanzkisten. Okay. Wie baue ich denn? Mit B vielleicht? Tatsächlich mit B. Werkstattschuppen. Briefkasten. Pflanzkiste. Wahrscheinlich müssen wir da... Vielleicht müssen wir da die Gummibären... Oh, Lagerkiste ist schon mal sehr gut. Für Inventar. Kleines Zelt und Holzzaun. Okay, das war's aber bisher, ne? Baue einen Schlafplatz. Ist das denn ein Schlafplatz? Ne, wahrscheinlich hier das Haussymbol, ne? Ich gehe mal davon aus, dass dieses kleine Zelt ein Schlafplatz ist. Sicher bin ich mir nicht, aber ich würde es jetzt mal hier so hinstellen. Bup. Und jetzt? Ich brauche noch mehr Pflanzenfasern. Okay. So, kann ich denn jetzt hier, Emmy? Ja, ja. Oh ja. Ja, 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 ja. So. Sind die gefährlich? Warte mal, ich konnte doch... Okay, wenn wir es füttern können, würde ich mal behaupten, dass es nicht gefährlich ist. Wir können nämlich auch aus... Was ist jetzt? Tag 2. Ach, wir müssten schlafen gehen. Ah, wir hätten schlafen müssen. Jetzt ist das Tier weg. Those new mech parts made a world of difference. So. The best looking ride in the frontier for sure. Guck mal, unser neues Zuhause. Kann ich da reingehen? Betreten. So, kann ich aber nicht. Schlafen. Effekte. Scharfes Auge. Du hast die Chance, zusätzliche Rohstoffe in der Wildnis zu finden. Stelle Dekorationen in der Nähe deines Gehöfts auf, um seine Gemütlichkeit zu steigern. Baue größere Gehöfte und mehr Gemütlichkeitseffekte. Aha, 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 ich verstehe. So. Gehe schlafen.
Ich hab doch gerade geschlafen, oder nicht? Ich würde jetzt erstmal noch eine Pflanzkiste bauen. Warte mal, ich gehe noch mal eben raus. Das kann ich ja auch so machen. Pflanzkiste. Kleine Pflanzkiste. So klein ist die aber nicht, ne? Zählt das jetzt als Deko? Ich weiß es nicht. Glaube eher nicht, ne? Wobei, so habe ich nicht so eine gute Übersicht. Ich würde es doch eher mal aus dem Beck machen. B, kleine Pflanzkiste. Diesmal ist nämlich ganz schön groß, die kleine Pflanzkiste. So, ich stelle die mal hier hin. Was braucht die? Ah, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Und noch mehr Pflanzenfasern. So. Die Frage, was ist schneller? Geht das so schneller oder geht das so schneller? Ja, ich glaube, damit geht es ein bisschen schneller, ne? Ah, Fels. Stein. So, neue Konstruktion, blaues Blumenbeet, Lagerfeuer und Futterofen und Ölmühle und Steinstaub und... Nice! So viel Neues! Oh, gib mal her. Oh, mein Boing, dann nochmal hier ein bisschen und da ein bisschen. So, ich denke mal, das sollte wahrscheinlich erstmal reichen, ne? Aber ich kann nicht aufhören. Ich kann gerade nicht aufhören. Ich will alles hier niederroden. Grüner Baumströssing. Rohstoff entdeckt. Okay. So, auf jeden Fall, wie gesagt, sollte das jetzt reichen. Dann stecken wir das mal rein. Pflanze einen Samen in einen Erdhügel. Das machen wir mit... Sprösslingssamengewehr. Ist das jetzt hiermit, oder... Oh ja. Hup, 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 hup. So. Samen brauchen Wasser zum Wachsen. Ich verstehe. War das das? Das war das, ne? Oh, einmal schön bewässern. Ich wollte gerade sagen, was steht da? Aber nee, das ist nur das Wasser. So, ich würde jetzt nochmal mich eben kurz dem Tier nehmen wollen. Okay, es scheint keine Angst zu haben, aber auch nicht aggressiv. Oder? Entschuldigung! Entschuldigung! Ich wollte doch nur mal sehen, ob was es aushält. Hätte ja auch sein können, dass wir es schlachten sollen. Verrät mir das Spiel doch nicht. Time for some action. Ja, so. Baue Werkstattschuppen und baue Futterofen. So, warte mal. So, was haben wir denn Neues? Wir haben hier Zäune, wir haben ein Lagerfeuer. Ein blaues Blumenbeet und genau hier. Werkstattschuppen. Der ist nicht gerade klein. Ich würde den mal so hier hinstellen. Oh. Haben wir hier noch Material? Entschuldigung. Ich wollte so, jawohl. Und baue eine Ölmühle in einem Schuppen. Achso, ich will immer Futterofen, Ölmühle. Dafür brauchen wir noch mehr Stein und noch mehr Holz. Und das muss hier rein wahrscheinlich, ne? Ich baue das mal einfach so. Ja, wir brauchen noch Stein und Holz, aber das ist überhaupt kein Thema. Haben wir alles in der Nähe. Jawohl. Und man kriegt auch recht viel, ne? Wir haben schon wieder 21 Steine. Jo. Was ist das denn? Geodiensplitter. Und was mache ich damit? Warte mal, ich muss mal eben... Ein paar Splitter aus einer Geode. Kann für ein hübsches Sümmchen verkauft werden. Okay, scheint keinen anderen Zweck zu haben. Aber guck mal, was man noch alles machen kann. Hecke, Klappstuhl, große Pflanzkiste, Pflanzenöl, okay.
Zerhäcksler, Händler Landeplatz, Verbesserungs... Oh Gott. Oh, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich schon jetzt, wenn wir das alles bauen. Oh, gib mir mehr Holz. Jawohl. Und hier nochmal. Und dann denke ich, wird das erreichen, ne? Wir schauen mal. So, ist die Frage, wenn ich jetzt hier zu doll rumpolter, kann ich das doch irgendwie beschädigen oder abreißen? So, Ölmühle. Warte mal, ich würde mal jetzt tatsächlich einmal aussteigen. Pflanzenöl. Machen wir aus Pflanzenfasern. Okay. Oh, ich mach mal... Also, Warteschlange voll. Das suppt ja da raus. Sag mal. Spritzt mich voll hier. Was mich gerade wundert, warum da so rosa Spritze rauskommen. Müsste ja eigentlich grün sein, ne? So. Okay, das kann anscheinend nur der Mac aufsammeln, ne? Das kann ich anscheinend nur mit dem Mac aufsammeln. So. Gut. Achso, hier ist schon das erste Öl. Aha. Neue Konstruktion. Wäscheleine, Waschzuber und Fackel. Ach ja. Nice. So, was müssen wir denn noch? Wir brauchen noch einen Futterofen. Wahrscheinlich um... Ich tu dir nichts. Ich tu dir nichts. Müssen wir das auch hier reinbauen? Ich würde es jetzt einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob es hier rein muss. Achso, ich wollte gerade sagen. So. Okay, ich brauche noch... zwei Pflanzöl, Holz und ich brauche schon wieder noch mehr Material, ne? Ach ne, ich brauche nur noch Stein. Nur noch ein bisschen Stein. So. Komm mal her. Ach. Also hier, glaube ich, könnte man schön wohnen. Ich glaube, hier lässt sich es wirklich aushalten. So. Warte mal, nochmal eben das Öl einsammeln. So, Futterofen. Time for some manual labor. So, einfaches Futter. Aus Pflanzenöl, gutes Futter bräuchte ich. Gummibärenöl. Okay, Gummibärenöl können wir wahrscheinlich, wenn wir unsere Gummisamen ausgeblüht sind. So, einfaches Futter. Warte. Futter. Oh, hier ist noch Öl. So, wo ist denn eins von den... Ich glaube, ich würde das aber lieber so machen. Nicht, dass es noch erschrickt. Guck mal, ich habe was für dich. Guck mal hier. Hey there, little fella. Hat das gerade eine Pflanzenfaser gekackt? Hast du gerade eine Pflanzenfaser gekackt? Achso, ist es satt. Das ist doch hinten aus ihm rausgesprungen, oder nicht? So sah es für mich zumindest aus. Achso, wir müssen auch drei Tiere füttern. Okay. Gut. So, dann schnappen wir uns nochmal das Öl. Ist natürlich die Frage, wie lange brauchen die Gummibären hier, bis sie reif sind. Wahrscheinlich wird es ein paar Tage dauern, ne? Na gut, ich würde mal jetzt schlafen gehen. Wenn ich denn schon darf, ich weiß es nicht. Schlafen, ja. Gut's Nächtle. Tag 3. Alter, wie die Zeit rumgeht. Schon der dritte Tag. So. So, ich wollte noch mal gucken, was brauchen wir jetzt noch mal? Pflanzenöl? Achso, ich kann ja noch mehr herstellen. Ich mach mal jetzt erstmal noch mal dreimal. So, warte, ich brauche wieder meinen Mac. So. So, dann bekommst du einmal eins.
Der hat eine Aluminiumstange gekackt. Und wieder neue Montagegerät ver... So. Okay, die scheinen also immer unterschiedliche Sachen auszuspucken, ne? Oh, was? Noch eine Aluminiumstange. Sehr schön. Sehr schön. So, stelle die Kiefernhöhlen wieder wer. Oh, warte mal. Kann ich das schon... Nee, das geht nicht. Ich weiß ja nicht, ob die reif sind. Warte mal. Gummibärensamen. Aber ich habe jetzt keine Gummibäre bekommen, ne? Nee, okay. Ich glaube, die sind noch nicht reif. Ich werde die mal wieder eben kurz hier reinmachen. Oh, Entschuldigung. Gut, wir müssen noch wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten. So, wo waren denn jetzt die Kieferhöhlen? Da oben, ne? Ja, ich glaube, da oben war das. Dann würde ich nämlich jetzt hier nochmal meine Pustespritze hier nehmen. Unsere Wasserpistole. Wir haben 27%. Okay. Oh, warte mal. Das sieht auf jeden Fall auch interessant aus. So, ich freue mich schon auf jeden Fall, wenn wir das alles erkunden können. So. Wasser. Die Frage, habe ich hier irgendwo in der Nähe Wasser? Warte mal, da hinten ist Wasser, ne? Oh, hier Holz können wir auch nochmal mitnehmen. Jawohl. So, da ist Wasser. Ich muss mal eben Erntesauger. Verdammt. Verbesserung erforderlich. Stachelsäge. Okay, wir brauchen eine bessere Stachelsäge. Verdammt. Okay. Erntesauger. So, ich muss mal gleich nochmal eben gucken, wo es hier nochmal Wasser gibt. Also irgendwo da oben gab es ja auf jeden Fall Wasser. Wir schauen nochmal eben. Prozent. 1 von 5 irgendwas und 0 von 9. Irgendwas stand da. Was ist das? Eine Pflanze. Kann ich die aufsaugen? Nee. So, da ist noch mehr. Aber wie gesagt, ich muss ja jetzt erstmal Wasser finden. Ich glaube, das war irgendwo hier, ne? Bin mir nicht sicher, weil über tagsüber sieht es halt ein bisschen anders aus als nachts. Ne, hier war das nicht, ne? Verdammt. Jetzt ist die Frage, wo... Oh, da ist Wasser. Da ist Wasser. Glaube ich, ne? Ja. So, die Frage, ich möchte da nicht gerne durchgehen. Weiß nicht, inwiefern das uns Schaden machen würde. So, rein damit. Und... Bobs. So, ich Achievement bekommen. Fleckenentfernung. Entferne 10 giftige Schleimbeutel. So, dann nehmen wir den nochmal. 37%. 40%. Okay, scheint noch ein bisschen was hier zu sein. Das sieht auf jeden Fall alles ziemlich interessant aus hier. Na gut, hier oben ist nichts mehr. So, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Wie viel Wasser habe ich noch? Okay, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal voll tanken. Oh, reicht das noch für hier? Ja? Nein, oh, verdammt. Na gut. Dann nochmal in hier. Der liegt ein bisschen schwer in der Kurve, der Mech. So, gib mir nochmal bitte ein bisschen was.
So, und einmal hier. Gut, dann sollte auf der Seite, glaube ich, jetzt hier alles sein. Also alles weg sein. Ah ne, hier ist noch. 50% haben wir schon mal. 53, 57. So geht's hier auch noch weiter. Ups. Oh, guck mal, hier ist auch noch Wasser. Okay, warte, dann, wenn wir sowieso schon hier sind, dann ziehen wir uns noch mal ein bisschen was rein. Jawohl. Jetzt die Frage, ist da noch was? Sieht nicht danach aus. Ich würde jetzt erstmal in die Richtung gehen. Und ich glaube, ich hatte da noch irgendwo welche gesehen. Blöder Stein. Wir müssen nach da oben, glaube ich, ne? Nee, da kommen wir gar nicht weiter. Warte mal, wir müssen nochmal zurück. Weil wir müssen ja irgendwo da oben hin. Genau, einmal hier. Ich muss nochmal eben kurz hier diesen machen. Dankeschön. Roter Farbstoff. Jetzt haben wir schon roten und blauen. Alright. Okay, also ich denke mal, wir müssen da hinten irgendwo längs. Okay. Die Frage ist, kriegen wir auch später hier vielleicht noch Helfer? Irgendwelche Roboter oder automatische Mechs oder sonst irgendwas, die uns bei irgendwelchen Sachen helfen zu sammeln, oder? Das sieht auf jeden Fall auch schon mal da interessant aus. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal erkunden müssen. Aber ich glaube, es wird auch schon langsam wieder dunkel, ne? Die Tage scheinen hier nicht allzu lange zu sein. Deswegen würde ich jetzt mich mal ein bisschen beeilen, damit wir erstmal jetzt hier den Schleim wegbekommen. So, hier ist noch ein bisschen was. 67%. Oh, da hinten ist noch ganz viel, sehe ich, ne? Ah, da hinten ist auf jeden Fall noch jede Menge. Gehen wir davon aus, dass es auch noch mit zu den Kiefernhöhlen gehört. Können wir eben auf die Map gucken. Ja, das ist alles hier Kiefernhöhle. Alright. Und zum Glück ist hier auch gleich wieder eine Wasserstelle, dass wir nochmal aufladen können. Na, komm schon. So, dann nochmal den Sauger. Den guten Hubomat. Und dann so. Lups. 83%. Ich hoffe, das reicht. Ich würde jetzt ungern gleich noch im Dunkeln hier noch nach dem letzten Schleim. Das reicht schon. Region wiederhergestellt. Whoa, that seems to have done the trick. The ecosystem in this region is adjusting itself lickety-split. In all my years, I've never seen anything like it. I sent countless reports to Earth, telling them this was it. A new home for humanity. There just might be hope for this planet yet. Hm, jawohl. Ich glaube, hier gibt es auch einiges zu erkunden. Das werden wir aber jetzt nicht mehr schaffen, denn zum einen wird es dunkel, das heißt, wir müssten wahrscheinlich gleich mal schlafen. Und zum zweiten ist die Folge um. Aber ich muss sagen, ich habe gerade schon richtig Blut geleckt. Also das Spiel, Ersteindruck, echt nice, muss ich sagen. Vielleicht können wir ja morgen schon die Gummibären ernten, mal gucken. Auf jeden Fall sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal auf diesem schönen, schönen Planeten. Macht's gut! Tschüss!